Hallo Mitspieler, mein Name ist Dalo Riot und ich begrüße euch zur sechsten Episode dieses Empyrean Let's Plays. Wir haben uns die erste Basis hingestellt. Die hatte der Hund sozusagen in der Tasche als Blueprint. Einfach bloß ein viereckiger Plotz. Praktisch ein Brückenkopf für uns in dieser Galaxie mit allem Notwendigen. Ja, und wir wollen uns jetzt das erste Mal aufmachen zu unserem Mond. Ja, wir haben alle hier noch zu essen dabei. Mal kicken, habe ich Bohrladung überhaupt? Ja, ein bisschen. Vier Stück habt ihr noch so richtig Bohrladung zehn, dabei? Zehn habt ihr zur Not ein oder zwei abgeben könnt. Gut, dann würde ich sagen. Bohrladung habe ich zu sieben. Auf geht's. Ich dachte eigentlich, dass Asteroidengürtel reicht. Wollen wir Asteroidengürtel oder Mond? Ich meine, wir können beide. Ich will ja erstmal gucken, was wir überhaupt im Orbit haben, alles. Ja, und was nicht. Genau. Uns überraschen lassen. So, 100 Meter. Boah, weg. Katsching. So, wir haben hier auf jeden Fall eine Station in der Nähe, so eine Handelsstation. Im Augenblick belegt? Was sagt er mir denn? War merkwürdig. Ja, werdet ihr dann in Episode 6 sehen. Der sagt mir hier zwischendurch am Augenblick belegt, obwohl ich gar nichts mache. Ich sehe keine Asteroiden. Ich doch, drüben. Links unterm. Ja, du bist gut. Links unterm Planeten. Also direkt dahinter unten. Aber ich glaube, die haben keine Rohstoffe. Weiß ich nicht. Also, wir können natürlich auf Nummer sicher gehen, einfach zum Mond fliegen. Ich werde einfach mal den Mond ausbaldowern. Ich werde mal hinfliegen und werde mal gucken, was für Ressourcen hier zur Verfügung stehen. Wir brauchen Bessatium und Neodym. Und es ist ja schnell abgefingert und abgefasst. Ja. Wobei jetzt auf dem Mond ja natürlich auch noch Drone Base und die ganzen anderen Raiders und so weiter gibt, ne? So aufpassen. Oder. Übrigens, dabei mit hier am Start muss ich ja auch erwähnen, der Face und der dumme Hund. Hallo Jungs. Hallo. So. Wollen wir trotzdem mal gucken, ob wir in dem Asteroidengürtel vielleicht auch eine Drohne finden oder so? Ach da. Ja, geht immer in den Asteroidengürtel und dann gucken wir mal. Ja, da könnten wir ja theoretisch noch eine Stromspule abgreifen vielleicht. Ah, jetzt sehe ich den Asteroidengürtel auch. Okay. Gut. Ist ja bei uns jetzt kein richtiger Gürtel, ist ja mehr so ein Haufen. Ein Mond wurde entdeckt. Und wir haben hier 3 Eisen, 3 Kobalt, 3 Kupfer, 3 Silikon, 5 Neodym, 3 Satium und 2 Promethium. Und ich bin schon ordentlich am Entdecken hier, so wie es aussieht. Wir werden bestimmt gleich auseinandergeschossen. Habt ihr da Stress oder? Nö, nee, aber da ist ja meistens was Böses drin. Eisenerz, 800. Wenn du irgendwo was. Ah, ich sehe schon das Satium leuchten. Kupfer, 314. Neodym, 2500. Glaubt, da kehre ich mal kurz ein. Das Neodym und na, ich hol mal 100 oder 150 Stück, so viel brauchen wir davon nicht. Gucken, wie dicht das Ding am Satium dran ist. Müsste ich eigentlich ausgehen. Aber wenn wir hinter den Asteroiden bleiben, dann dürfte nichts passieren. Genau. Oh, Helmchen? Jungs, denkt an die Helme. Ja, ich setze ja außen, dann habe ich eh auch. Da ist manche gut. Haben das Spiel vorher schon mal gespielt. Also. Er nun wieder. Ja, jetzt. Na, haut er ja schon auf den Pudding. Oh, ist der Mond härter geworden? Komm mal kaum durch, ja. Ach, weil ich noch auf einer Ebene bin. Ja. Ja, das ist natürlich, ja. Sorry, ich bin so neu in dem Spiel. Ich hab ganz schön weit von weg geparkt, ne? Ich werde fahren ein Stückchen ran. Ich bin mit der Schiff nie wieder. Jetpack ist an. Jetzt. Mal gucken, wie fest hier an. Whatever. So, Neodym läuft. Bin dabei. Oh, Satzung ist auch am Laufen. Die ersten 20 habe ich schon. Sehr gut. Ja, das und was ist das denn uns weg dessen? Bitte was?
Was ist das denn im Zweck? Warum machen wir das überhaupt? Ja, da wollte ich auch gerade erzählen. Und zwar wollen wir uns ja ein Schiffchen craften können. Und dafür brauchen wir noch ein paar Ressourcen. Ja. Und wenn wir die beiden Sachen haben, dann brauchen wir bloß noch eigentlich diese Plastik. Das heißt, wir müssen zusehen, dass der Mais unten fertig wird, damit wir 20 Plastik haben. Oder 40 oder was das waren. Und dann kann ich die Motte in Auftrag geben. 55 Minuten später können wir dann diesen Planeten verlassen, wenn wir möchten. Ja, nichts dagegen. Du rufst mal schön aus. Hier, Kristalle, ne? Nicht vergessen. Ja, ja, da war doch was. Da war doch was. Na, du bist auf dem Mond. Nee, wir haben hier keine Kristalle, also keine Kristallfelder. Wir haben hier nur die normalen Kristalle. Ah, wir kommen dann gleich mal hin als Zerstörung und dann. Kriegst du was ordentliches raus aus dem? Also nicht wirklich viel, oder? Nö, ja, das ist Kleckerkram, was hier rauskommt. Weihnachten sich verändert mit dem Erscheinen der Bohr. Ja. Bohrtürme. Für die Tür raus. Neodym habe ich jetzt. Tja, was schwebt euch denn so als ungefähre Ziel vor? Wieder aus Kotun? Oder doch mal was anderes? Also ich finde nicht, da könnt ihr mich bei deinem Mindelf rauslassen oder so. Also ich meine aber ja nicht ganz so schlecht. Kriterien nochmal? Ja. Auf jeden Fall Sauerstoff, ausreichend an Metallen. Ja, aber der ganze Rest nicht. Nicht der Rest. Ja, ich würde mich auch mal auf so einem Mond niederlassen, was so blöd ist, weil der immer so dir kein Wasser gibt. Ja, du bist ja immer auf den Nachbarplaneten angewiesen. Ja. Obwohl, wir sind ja beweglich. Dann. Das ist auch wieder richtig. Also ist es nicht schöner, wenn du morgens aus deiner Base rauskommst, an den Teich runtergehst, dir deine Wasserstoffzellen holst, anstatt ins Raumschiff zu setzen und dann runterzufliegen? Ja. Darauf. Könnte man machen. Spricht nichts dagegen. Tja. Ja, 160 habe ich schon. Wo auf so einen tristen grauen Klumpen kommt einem bestimmt keiner hinterher. Wenn man seine Ruhe haben möchte. Ein, zwei Abo-Stations werden sich das nicht ablassen. Ja, naja, wenn. Weil wo Apo stehen bleibt, länger als 10 Minuten, baut er eine Base. Ja. Kann man schon mal feststellen. Das ist okay, das ist lieb. Ach, ist doch lieb gemeint. Das ist eine wunderschöne Eigenschaft. Aber teuer von den Ressourcen her. Ja. So. Die ganzen Hausmeister müssen ja auch bezahlt werden. Ach, die ja. Die Nebenkosten, die man bezahlen muss. Wie viel Satium hast du gesagt, Hallo? Ich bräuchte Satium 340. Ich habe schon 200 zusammen. Ja, bloß das macht dann nichts, wenn wir noch ein bisschen über haben, damit wir danach so noch ein bisschen Aussteuer mitnehmen können, sozusagen. Das wäre doch löblich. Wir müssen dann ja auch wieder neu anfangen, bestimmt. Ja. Ich habe jetzt auch 200 Neodym. Ich glaube, das reicht. Neodym brauchen wir eh nicht so oft. Ne? Nö, zur Zeit nicht. Also gerade am Anfang. Nee, da passt nicht. So, dann würde ich sagen, fliege ich noch immer so ein bisschen den Äquator ab. Oder was ich für den Äquator halte. Oh, da ist hier abgestürzte Hyperion. Echt? Würde ich sagen, ich flieg mal näher ran. Da ist noch leider eine kleine Station zwischendurch. Dann definitiv die
die Triebwerke. Nö, das nicht, aber hier die ganzen Gärten, Gärten mitnehmen. Crash. Wir jetzt den Kern finden. Oh, und irgendjemand. Der Kern ist immer an derselben Stelle. Schieß mich. Oder können wir vergessen, die ist umbaut mit Stationen hier. Das wird wohl nix. Oh, hier auch Grenze. Können wir mich hier nicht so gerne einkesseln lassen? Ghost Rider Defense ist hier gleich in der Nähe. Und eine Raketendrohne macht sich schon auf den Weg. Dann geht Papa mal auf Mission. wie viel Schuss? Oh, mit 76 Schuss. Na, das ist aber. Das ist aber sehr gut. Das wird eine kurze Mission werden. Hast du dir deine Schuss nicht abgeholt aus dem Konstrukt oder? Nee, habe ich nicht drauf geachtet. Ging allzu schnell. So, ich bin im Crashed Ship. Ding hat enorme Schräglage. Farm. Also der Kern ist in dem größten Raum. Mit dem ja, ich bin in dem schon und ich müsste hier anscheinend mich runterbuddeln. Hier stehen auch, ich weiß noch, in einigen Ecken irgendwelche Kisten, wo ich würde jetzt ungern hier jetzt rumbuddeln. Also nicht wegen dem Let's Play, sondern einfach dazu keinen Bock haben. Ansonsten, wo die Triebwerke sind, ganz hinten, da sind die Kisten meist öffentlich zugänglich. Also wo die ganze Gitter und so ist, da sind sehr viele Kisten, die sind meist zugänglich. Wir kommen ja danach auch mal mit vorbeigucken. So, mein Stand ist 430. So, Rocket Drone. An Wachen oder schon umgerechnet? Nee, noch nicht. Als Erz. Wahrscheinlich, weil du die Ränder nicht sauber mitnimmst, ne? Ja, hier, ja, guck dir das Chaos mal an. Oh, schießt schon. Ich arbeite mich immer an den Rändern vor, oder? Ja, komm hier nicht durch. Komm mal her. Geht auch noch so ein bisschen so mit der Krüppchenbildung. In eine Gruppe einladen, dann siehst du die Lebensbalken der anderen. Da wird man jetzt richtig schön sehen, dass vielleicht Barlow kurz vorm Verrecken ist oder so. Du musst dich wunderschön zurücklehnen und abfeiern. Genau. Nee, und einfach schön weiter Spazium macht auch. Oh, jetzt habe ich doch angefangen zu buddeln, weil ihr gesagt habt, dass ihr vorbeikommen wollt. Ja, ich mache denn diese Ladung noch leer und dann müssten wir genug haben. Na, denk dran, hier sind Basen. Man, hier seht ihr ja auch, wenn ihr die Map guckt dann. Ach, dann Tarnmonos rein und dann blitzen wir dran vorbei. Genau. Ich sitze ja nicht auf dem Stuhl. Ja, da schießt er mich raus. Willkommen in Frieden. So, jetzt bin ich fast schon hier am Boden mit der Meinung. Der müsste jetzt kommen, hier gleich. Das ist der Boden, okay. Also ich habe 300. Ja. Ich bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher, in welche Richtung jetzt der Kern liegt. Jetzt in diese Richtung oder in diese? Aber andere Frage. Ist das jetzt die Perion oder die Titan? Crash Chip ist das einfach. Einfach Crash. Mit diesen vier großen Typen hinten drauf oder das, was ich so. Moment, ich muss erstmal gucken, wo ist denn hier vorne, wo ist hinten? Ich glaube hinten ist.
Okay, auf der anderen Seite gucken, weil dort keine Drohnen sind. So, ich bin raus aus dem Loch. Ich hätte ja eigentlich fast am liebsten nochmal geguckt, ob hier irgendwelche Drohnen rumfliegen. Sieht man der Meinung, dass hier irgendwo hinten beginnt. Und hinten liegt, glaube ich, im Dreck. Ja, das ist gut. In der Salami. Vorne. Oh oh. Was ist das denn? Wo war jetzt diese Station? Dann lass ich mich von der Drohne da das Schiff zerschießen. Ja, ich lenke ab und du schmeißt es ab. Das sowieso. Ah, warte mal. Ja, nee, das ist Rohstoff. Was gibt's jetzt hier zu holen? Hier ist ein oder Treibstofftank. Nee, die Triebwerke sind hier hinten so rufgemalt. Ja, dann ist es die Titan. Gesundheit. Entschuldig. An der Seite steht irgendwo Titan dran. Ja, das mag ich überlesen. Dann ist hier kein eine herrenlose Drohne? Kiste mit 8 Metallstücken, 24 Stahlplatten, 2 Computern und 5 Metallkomponenten. Nicht gerade der Hauptgewinn. Und hier ist noch ein kleines Kistchen. O2-Flasche, Wasserstoff, Kraftstoffzelle. Batium. Alle Trödel. Ach, warum ist das da? Da oben. Die müssten auf mich schießen und du durftest theoretisch ziemlich nah ran aussteigen können. Kann er nicht absteigen, weil solange du fliegst. Warte, dann bremst dich kurz. Jetzt kannst du absteigen. Er steigt mit ab. Dann muss er abfliegen. Macht ihr da Ballett im Space oder seid ihr schon irgendwo im Dreh? Ach nee, muss ich ja kaputt machen. Darf ich nicht die Moon. So, dann habe ich wieder einen Ladebug. Warum fliegt der denn weg? Will ihr nicht zurückschießen? Ja, also, dann haben sie. Wie denn? Die hat mich. Okay, für mich hat sie es nicht. Dann fisch ich wieder zum Raumschiff und dann hole ich dich ab. Ja, zwei. Da komme ich nicht durch. Besser als nix. Was ist denn das? Ich bin bereit. Steht eine Farm auf dem Mond. Hier ist ein Gewächshaus, aber übelst bewacht. Ja, passt. Warte, ich setz mich in den Stuhl. Guck mal da an. Ja, warte, der schießt schon weg. Ein bisschen weiter zurück. So. Da kommt nicht hoch. Never ever. Das hier, der Pylon. Hast du mitgekriegt, wo ich bin? Ja, ich flieg hier hinterher, aber in der Mitte ist ein bisschen krass. Oh. Also theoretisch könnten wir auch die Station ausnehmen, weil die reagiert nicht, wenn wir so hinschweben. Da reagieren nur die Sentry. Stopp. Da steht. Jetzt. Oh, noch eine Kugel. Da ist nochmal jetzt eben noch eine Drohne. Noch eine. Warte, ich blinze sie ganz kurz auf, aber dann war sie wieder weg. Dann müssen wir wahrscheinlich umdrehen, wo du warst, und dann gucken wir hin. Da ist es. Ja, wo? Boah, die ist so dicht an der Station. Das werden wir wohl nicht hinkriegen. Warte, ich sehe sie nicht wirklich. Ist die unten oder oben? Jetzt ist sie wieder weg. Eben war sie wieder da, jetzt war sie wieder weg. Ja, aber... Ne, das ist die alte, ne? Das ist das... Und da ist sie wieder. Überall Türen... Da geht die Pizza doch da hin. Ganz mal an den Arsch der Drohne und dann halten. Warte, geht gleich los. Ist zu weit weg. Wer hat dir denn Fliegen beigebracht? Na du, ich bin ein Nond. Muss ja mit 4 Pfoten klarkommen.
Oh, da ist ein Kern hier drin. Wo ist er? Wo ist er? Da drüben ist er. Geil. Naja, wie auch immer. Ich habe Neodym jetzt ja, zurück zur Bullet und dann komme ich zu euch. Ah, oh, schon wieder Bug. Tipp, 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 tipp. Packt jetzt die Monitoration wieder in die Schnellleiste. Nicht? Aber bei mir gar nicht. Nie, seitdem das einfach mal behoben wird. Also. Hier war nur eine drin. Kommen wir langsam mal zu Dalo gesehen? Na, ich bin hier gerade schon auf dem mehr oder weniger auf dem Heimweg. Also ich habe das Crashed Ship gerade verlassen. Wir haben es auf der Map, wir können ja jederzeit wiederkommen zum Buddeln und Looten. Da vier Container gefunden, aber auch mit Trödel, also ich glaube 15 Neodym waren dabei, irgendwie sowas in der Art. Ja, aber wir haben Satium, wir haben Neodym. Und das ist und drei Grundspuren, also wir können halt ne, den verbesserten Konstruktor bauen. Guck noch mal ganz kurz. Ja, dann würde ich aber sagen, den verbesserten machen. Ach nee, den hast du ja wahrscheinlich bei der Möcke drauf dann, ne? Nee, der ist nicht drauf. Lass ihn doch bei der Mücke den verbesserten Konstruktor machen. Das ist die Frage, was er uns bringt. Jeder kriegt einen Stromspul. Und ich hab bald keinen Sauerstoff mehr. Ups. Warte, dann kommen. Ne, ich hab ein paar kleine Pullen ja gefunden. Ich nehme ja jeden Krempel mit, den ich finde. Manchmal zahlt sich's aus, wie jetzt. Hier scheint nicht mehr sehr viel los zu sein. Also Rückflug quasi, ab nach Hause. Treffpunkt zu Hause? Treffpunkt zu Hause. Okay. Jupp. Ansonsten, was ist jetzt hier in dem Asteroidennebel? Wieder Research Stations oder? Eine, wie hieß sie? Ich hab's vergessen. Ja. So ein. Nee, wird jetzt nicht mehr angezeigt. Schade. Andocken, ja. Oder ein Schiffswerft oder so. Ja, Shipyard, genau. Shipyard. Ah, Shipyard, ne? So, kennen wir denn schon unsere Insel hier so ein bisschen aus dem Orbit? Diese Insel. Da vorne fliegen die anderen Jungs. Ich würde sagen, dort müssen wir hin. Ah, es ist der knapp vorbei. Da, genau, da sind wir jetzt. Genau vor der Schnauze. Und von der Bitte. Kann ich fliegen oder was? Ha? Ziel nicht an sie getroffen. Aber ich glaube, ich bin in der Nähe. Ich definiere nicht ganz. Ja, neuer Planet, neue Insel, muss man sich halt eben neu orientieren. Und Helm ab. Da. Meinst du die Konstruktoren mal an hier, wa? Kein Wegepunkt gesetzt. So geht er gar nicht. Na gut, Leute, ich würde sagen, wir machen Feiern, wir verabschieden uns. Adieu. Sagt mal tschüss, sagt mal artig. Okay, bye bye. Bis zum nächsten Mal. Jo. Und wir bedanken uns allerhöflichst, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder vorbei seid. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Daumen hoch wäre super klasse. Und wenn ihr Fragen habt, Ideen, Kritik, benutzt den Kommentarbereich. Und du hörst auf zu schießen. Jo. Ansonsten, wunderschönen Tag für euch. Jo, ciao. Tschüss.